Moin Leute und willkommen zu Season 8. Wir gucken uns jetzt den Battle Pass an. Ich habe es gerade eben neu angemacht und das erste, was ich bekomme, ist direkt mal eine Belohnung für meinen Fischskin. Für Fischstäbchen und zwar die Piratenvariante. Das ist so geil. Einer meiner Lieblingsskins hat jetzt noch eine Variante bekommen. Das ist super fett, einfach nur. Battle Pass Bonus und noch irgendwelche drei Sprays, Battle Pass Stufen. Ah, du hast, okay. Nächstes. Ein Krakenbild, das ist natürlich geil. Und das nächste Bild, Flugspuren. Einfach so eine, hier, eine Piratenflagge mit einem Kraken drauf. Geil. Ragnarök ohne Schulterklappen. Okay. Gibt's auch nochmal, extra nochmal eine zusätzliche Variante. Und da geht's los mit dem Battle Pass. Ich will mal das Ganze schnell durchskippen. So, und mir direkt hier den Battle Pass gönnen. Einlösen. Du hast einen kostenlosen Battle Pass für Season 8 verdient. Hol ihn jetzt ab. Okay, direkt mal einlösen. Oder diesen Battle Pass für 1850 holen. Das sollte ja normalerweise 2700 kosten. Oder für 0 V-Bucks. Also ich hole mir aber den großen eigentlich immer. Deswegen hier vergünstigt reinhauen. Erwerben. Zack. Okay. Jetzt habe ich die ganzen Sachen freigeschaltet. Nice. Aber das ist geil, Mann. Also im Grunde hätte jetzt jeder den Battle Pass kostenlos bekommen. Alle sammeln und schließen. Wir gucken uns das direkt im Battle Pass an. So, einmal zurückgespult. Okay, los geht's, der Battle Pass. Stufe 1 Skin, Schwarzherz. Okay. Er hat 11 verschiedene Varianten. Ach du, oh mein Gott, ey. Der wird zu einem Skelett? Holy shit, Mann. Ey, das sieht ja mal richtig krass aus. Schon der allererste Skin. Digga, was ist da los? Guck, wie viele Farbvarianten der Typ hat. 11 Varianten insgesamt, schließe 45 wöchentliche Herausforderungen ab. Ach du Kacke, ey, das ist mal richtig hart, direkt am Anfang. Das sieht halt auch geil aus, aber so diese Skelett-Variante, mega, mega gut, Mann. Krass, einfach nur mega, mega fett als ersten Skin. Und dann haben wir hier ein Hybrid. Okay, ist auch eine Variante. Ist halt, was, ist so ein Lizard oder was? So ein Schlangenmensch, Lizard-People. Oh mein Gott, ey, das sieht ja mal richtig sick aus. Was? So eine pinke Variante? 10 Stufen auch? Ey, jetzt mal Real Talk. Die ersten beiden Skins sind ja mal so brutal. Also erstmal das hier, was hat denn auf der Schulter? So ein Drachen? Ey, das sieht halt original aus wie das Shroud-Logo. Also ich glaube, wenn der Shroud das sieht, wird er es also übertrieben feiern. Und dann bekommt er so Hörner, okay, so Echsenmäßig. Und das hier. Okay, ist Geschmackssache, aber das sieht einfach saukrass aus. Vor allem diese einzelnen Farbvarianten. Okay, wir halten uns mal nicht zu lange jetzt mit diesen ersten beiden Skins aus und gehen direkt weiter. Okay, was haben wir hier? Spray. Eine neue Tarnung. Okay, Tropentarnung. Okay, dann haben wir das hier auch bekommen. Neue Flugspuren. Mit dieser Flagge hier vorne. Ein Backbling. Cobra. Ich weiß nicht, für wen der beiden das Ganze sein soll. Steht ja natürlich Set. Schlangengruben-Set. Das ist Drachenbrust und das ist Freibeuter. Das ist für irgendeinen anderen Skin. Okay, gehen wir mal weiter. Das sind jetzt alles so ein Bildchen. Hier ist ein neuer Ladebildschirm. 200 V-Bucks. Ey, das ist auch nochmal geil obendrauf. Und Ahoi. Ich mach mal ganz kurz die Musik an. Hier. Okay. Hört sich cool an. Einfach so Piratenmocke. Ist geil. Gefällt mir. Also jetzt kommt man direkt in Stimmung, man so Piratenstimmung. Okay, Palmen erstmal, ein neuer Emote. So, hier sind wir am Winken, dann hier so ein Bananenspray und ein neuer Gleiter. Himmelsschlangen. Ja, das hat irgendwas Aztekisches oder Ägyptisches. Ich weiß nicht, ob wir noch weitere Skins in diese Richtung hier gleich sehen werden. 100 V-Bucks, hier auch wieder so ein Kraken, der Tintenfisch und ein Backbling-Stöckchen. Das ist ein Hund. Aber das ist irgendwie so ein Holzhund, oder? Der ist aus Holz. Sieht aus wie Scooby-Doo irgendwie so ein bisschen, oder? Das ist original. Das ist doch Scooby-Doo, Mann. Mit diesem Halsband vor allem auch noch. Ja, das ist doch original. Krass. Okay, was ist das? So ein Skelett, Meerjungfrau. Neue Flugspuren. Das sind so Kleeblätter. Ah, okay, Kleeblätter. Krass. Das ist hier ein Meisterportal. Ein Schlüssel, ein Geheimnis, reaktiv. Der Stil ändert sich abhängig von der Anzahl der im Match geöffneten Truhen. Ah, das ist ja was ganz Neues. Okay, also je mehr Truhen man öffnet, umso
Also so, dann verändert sich das Ganze und fängt an zu leuchten, wie wir es hier auf dem Bild irgendwie erkennen können. Das ist ja krass, das hatten wir ja noch nie, dass es einen reaktiven Skin gibt, der irgendwie darauf reagiert, wie viele Kisten man aufgemacht hat. Aber ja klar, Piratenthema, Schatzkarten sammeln und Schatztruhen und Schatzkarten und so weiter. Klapperschlange, die sieht ja mal geil aus. Ach, das ist ja Schlangengruben-Skin. Leute, das ist Indiana Jones, also beziehungsweise die weibliche Variante von Indiana Jones, oder? Das Schlangengruben-Skin, wenn die so... Ich meine, es sieht jetzt nicht piratenmäßig aus, oder? Weiblicher Pirat, Piratin. Oder ich weiß nicht, es könnte Indiana Jones-mäßig sein, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall richtig fett aus, nicht reaktiv oder irgendwie veränderbar. Wer weiß, also bisher gibt es da noch nichts in diese Richtung. Okay, dann haben wir hier eine Schatzkarte. Ein Flummi, okay, neues Spielzeug. Ein Flummi, können wir mit einem Flummi spielen. Und dann wieder eine Tarnung Treibholz. Boah, das müssen wir uns gleich nochmal angucken, wie die auf den Waffen aussehen. Okay, weiter geht's mit einzelnen Bildern. Hier ist ein Gleiter, Glutsegel. Ja, sieht ganz nice aus. Jetzt nichts Besonderes oder so. Das sind immer so die Standardgleiter. Ist aber okay. Neuer Ladebildschirm. Konga-Tanz. Das ist cool. Die Mucke gefällt mir dabei. Das ist nice. Cooler Tanz auf jeden Fall. Und dann geht's weiter. Die Sachen habe ich jetzt hier nicht. Hier so ein Chili. 200 V-Bucks wieder. Eine weitere Variante von einem Hund. Das ist jetzt die Piraten-Variante, der hat irgendwie nur ein Auge, also beziehungsweise eine Augenklappe hat er auf. Okay, ist ganz nett. Dann Schlüssel, weitere Flugspuren. Ah, das sind so Geisterflugspuren. Das ist ja fett, Mann. Wie nennen die sich? Phantasma. Das sieht richtig geil aus. Ich weiß nicht, ob da noch so Geistergesichter oder so rauskommen. Eine Spitzhacke, Schlangenbiss. Also die sieht ja schon fett aus irgendwie. Okay, sieht nice aus. Gehen wir weiter. Luftschloss, das ist jetzt ein neuer Gleiter. Ach, das ist irgendwie so eine Art Schatztruhe oder irgendwas, was da aufgeht? Nee, verstehe ich nicht so ganz, was das ist. Was soll denn das sein? Der Schlüssel zum Sieg ist nur Einbildung. Okay, ist nicht schlecht, aber ich raff's irgendwie nicht so ganz, keine Ahnung. Könnt ihr mir ja mal gerne erklären. Okay, Ladebildschirme, Schatztruhe, neue Tarnung, Sonnendruck. Aztekisch auf jeden Fall vom Design her, so mit diesen Schlangen. Sieht richtig nice aus. Gucken wir uns gleich auch auf den Waffen an. Neuer Emote. Lame Nummer. So easy. Das ist halt so übertrieben BM, Mann. Wenn du jemanden platt gemacht hast, dann einfach dieses Emote. Ey, die ärgern sich halt maximal. Ey. Nein, jetzt kommt dieser Skin hier, Mann. Richtig geil, Mann. Ist einfach eine Banane, Mann. Was steht da hinten? Nana, Nana. Nana, Nana. Banana, Banana. Ey, das ist voll geil. Vor allem, die ist halt noch nicht reif, die Banane eigentlich, oder? Was steht denn da dabei? Totale Banane. Reaktiv wird im Laufe des Matches reifer und ändert die Farbe. Wie geil ist das denn, Mann? Ich habe ja, guck mal, die Banane sieht ja nicht reif aus, ne? Also, die ist ja grün hier noch von unten und oben ja auch noch. Und die wird, je mehr, nee, je länger das Spiel läuft, mit dem Laufe des Matches reifer und ändert die Farbe. Ich kann mir vorstellen, dass sie halt irgendwann mal so braune Flecken bekommt oder so, weil die halt überreif ist oder so anfängt zu faulen. Ey, das ist ja mal richtig witzig, ey. Geil, also Hammer. Das ist einer der coolsten Skins jetzt schon im Battle Pass. Okay, was haben wir dann noch? Hybriden, Ladebildschirm. Ach, das ist ja von dem Skin von der ersten Stufe. Okay, dieser Lizard Man, dieser Schlangenmensch. V-Bucks und das ist ein Schlawiner, ein Fuchs. Das sieht ja cool aus irgendwie. Richtig süß. Gefällt mir, okay. Das einzige Blöde bei den Backblings, bei den Tieren ist halt, also bei den Haustieren, dass die halt so einen großen Kasten dabei haben. Bin ich nicht der allergrößte Fan von, also obwohl ich die halt sau nice finde immer. Chamäleon, beste Leben, also. Okay, jetzt haben wir hier einen neuen Song. Ich mach mal kurz den Sound an. Es erinnert mich so an Super Mario Sunshine. Ach, das ist ja der Song von einem Gleiter. Ach, wie nice. Das ist so ein nicer Song, Mann. Richtig cool, ey. Könnte ich mir stundenlang angucken, auch zum Einschlafen. Einfach mal so geben. So, weiter geht's. Eine neue Spitzhacke. Spitzenschlüssel. Okay, wieder so aztekisches Design. Sieht ganz geil aus. Also die Farbkombination mit Gold und Grün finde ich eigentlich ganz cool. Gefällt mir. Okay, was haben wir hier weiter? Flugspuren.
Oh, hier Lava-Flugspuren. Passend zum Vulkan natürlich, der jetzt endlich da ist nach hier nach 80 Seasons oder so. Die Leute machen, haben wahrscheinlich, keine Ahnung, seit einem halben Jahr machen die Livestreams. Der Vulkanlicht bricht gleich aus. Jetzt ist er endlich da, jetzt können die den Livestream endlich ausmachen. Sieht fett aus auf jeden Fall. Und hier neue, hier sind so Schlangen, Drachenschuppen. Okay, ah, okay, Drachenschuppen, neue Tarnung. Sehr fett, sehr, sehr geil. Also, ey, sie können ruhig noch mehr Tarnungen. Das ist saugeil. Ah, das ist für die Banane. Lol, das ist dieser Bananentanz. Ey, ist es nicht der, wie heißt denn der? Peanut Butter Jelly Time Tanz? Ja, Mann, das ist der Peanut Butter Jelly Time Dance. Ey, das auf der Banane muss es so geil aussehen, Mann. Richtig fett. Okay, dann haben wir hier eine weitere Fuchsvariante. 100 V-Bucks, 200 Meta-Kill und hier neuer Skin Ember. Oh, die sieht auch richtig fett aus. Was steht da? Mit ruhiger und flammender Hand, Teil des Aschwacht-Sets. Okay, das sieht ja fett aus, so elementarmäßig. Vielleicht so die weibliche Variante vom von dem Skin, von dem Feuerkönig da. Sieht schon fett aus. Hat irgendwie so ein bisschen Aladdin-mäßiges. Ich weiß es nicht so mit dem Outfit. Okay, was haben wir hier noch? Okay, wieder V-Bucks. Neue, ey, wie viele Tarnungen gibt es denn eigentlich mal? Saugeil, Tigerstreifen. Hier neue Gleiter. Ey, das sieht ja mal richtig fett aus. Was macht der da? Die erinnert mich auch so ein bisschen an Mario oder Zelda. Ich weiß, bei Mario sind das, glaube ich, so die Tintenfische, die immer so. Nee, bei Zelda war das doch, wo die da immer so Sachen gespuckt haben. Genau. Das sieht aber auch cool aus. Wieder richtig am Chillen, Mann. Der chillt sich da einen rein. Okay, wieder V-Bucks, ein goldener Hund diesmal, okay, ein goldener Holzhund, ein Goldhund, dann weitere Flugspuren, okay, einfach hier so Munition, Ballistik, das ist ja natürlich krass, einfach, ja, Geschmackssache, okay, dann haben wir hier Meisterschlüssel, öffne den Weg zu deinem wahren Potenzial, du bist der Schlüssel, ey, der Typ sieht halt aus, warte mal, der verändert sich. Freischaltbare Stile. Ach, das wird bestimmt dieser Tiger-Skin werden. Der sieht aus wie Naruto, Mann. Das ist original. Guckt euch mal dieses Gesicht an. Mit dem Stirnband. Das ist doch Naruto, Mann. Wie nice. Krass, Leute. Wenn ihr Bock habt, Naruto zu spielen, hier, zack, da habt ihr ihn. Aber wir müssen uns die ganzen Stile nochmal gleich angucken. Okay, dann haben wir hier ein Spray. Das wird bestimmt ein Skin. Safe, guckt euch die mal an. Animierte Sprays, das sieht ja geil aus. Okay, dann wieder V-Bucks. Hier ist der Vulkan. Wieder Musik. Okay, Popsternchen. Ja, okay, wir kennen ja den Song. Okay, den Song kennen wir. Dann haben wir einen weiteren Fuchs, den Schlawiner in Camo-Look. Mit einem Helm, das sieht so nice aus. Ladebildschirm. Reifenmeister. Ey, die gibt es ja richtig hart hier. Das ist cool. Das gefällt mir. Sieht nice aus. Okay, dann wieder V-Bucks. Okay, Edelstein. Ist die vielleicht so am... Ah, die ist sogar richtig so am Glänzen und so. Das ist ja cool, das ist eine neue Tarnung. Sau viele Tarnungen. Und was haben wir hier? Schlüsselmeister maskiert. Aha. Ach so, okay. Das ist jetzt aber neu. Also das ist dieser Schlüsselmeister, den ich vorhin gezeigt habe. Da gibt es eine weitere Variante, die im Battle Pass freizuschalten ist. Das ist komplett neu. Normalerweise haben die ja so Challenges oder wie auch immer. Und jetzt ist es einfach so, dass diese Tiger-Variante von ihm hier drinne so zum Freischalten ist. Ja, das ist diese Tiger-Maske, die wir aus dem Teaser-Bild kennen. Sieht krass aus, gefällt mir richtig gut. Aber die Naruto-Variante auch, okay. Und hier Stufe 100 Skin. Okay, 4 Varianten gibt's insgesamt. Blingerella. Okay, warte mal. Das ist der Stufe 100 Skin. Okay. Kommt mir ja nicht blöde. Ich bin unaufhaltsam. Teil des 24 Karat Sets. Überlebe 25.000 Gegner. Und hier Herausforderungen. Also, das sind die Herausforderungen, die man dafür bekommt. Legendäre Outfit. Okay, also ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil, nicht weil der Skin irgendwie schlecht aussieht oder so, sondern ich bin verwirrt, weil es nur 4 Varianten davon gibt und die irgendwie einfach nur die Farben ändern, oder? Oder übersehe ich gerade irgendetwas?
Weil irgendwie, wir hatten ja bisher immer, also ich finde die Stufe 1 Skins beide krasser als jetzt den Stufe 100 Skin. Obwohl der ja schon nice aussieht, muss ich sagen, so im Style. Aber das passt ja irgendwie, das ist ja eher so Hip-Hop-mäßig oder so Breakdance-Style, keine Ahnung. Irgendwie so in diese Richtung. Ich frage mich gerade, wie das Ganze hier in diese Season passt. Überall so Schlangen, Tiger, Piraten. Und dann haben wir so eine Breakdancerin auf Stufe 100. Vielleicht, wir gucken uns gleich nochmal die Stile an. Vielleicht gibt es da irgendwas. Aber aktuell würde ich sagen, sieht cool aus. Aber ist das Ganze einem Stufe 100 Skin würdig? Weiß ich nicht. Gucken wir uns mal die Herausforderungen an. Okay, der Bildschirm sieht jetzt komplett anders aus. Season 8 Entdeckungen. Okay, da gibt es erstmal den, diesen versteckten Skin, den man nach 55 wöchentlichen Herausforderungen freischaltet. Und dann haben wir hier die einzelnen Wochen 10 Stück insgesamt. Und hier schließe 11 Herausforderungen ab, um die Belohnung zu verdienen. Okay, dann bekommen wir hier das hier. Okay, das wird dieser Skin hier werden. Tägliche Herausforderungen sehen jetzt auch anders aus. Man kann jetzt übrigens auch irgendwie als Team eine Herausforderung irgendwie auswählen am Anfang und dann diese gemeinsam erledigen, also sodass jeder dazu beitragen kann. Das sind hier die einzelnen wöchentlichen Aufgaben. Okay, und das sieht ja mal geil aus. Das haben die richtig fett gemacht. Das sind jetzt die einzelnen Skins, wo ich noch Challenges offen habe. Okay, ich habe noch Lux 90% hier, Zenith habe ich noch nicht freigeschaltet. Also das sind jetzt alles noch Sachen, die ich quasi freischalten muss. Hybrid, da sehe ich die einzelnen Varianten. Die Spitzhacke sieht mal richtig sick aus, voll fett. Und da sind die einzelnen Varianten, die ich mir freischalten kann. Und einen neuen Move, so ein Karate-Move. Ey, der hat ja mal sau viele Varianten. Das sieht halt so fett aus, Mann. Mortal Kombat-Style. Original Mortal Kombat-Style. Vielleicht nicht in der Farbe, aber das sieht richtig dick aus. Also gefällt mir saugut, fällt, also mega, mega nice. Okay, und dann haben wir hier den Schwarzherz mit einzelnen Varianten. Boah, diese Spitzhacke sieht auch geil aus, mit diesem Tintenfisch, okay. Dann haben wir einen Backbling, bekommt er hier vorne auch, okay. Ey, das sieht so gut aus, wirklich, das sieht richtig, richtig fett aus. Also mir gefallen, also diese nicht unbedingt, also die sehen cool aus, aber mir gefallen diese Skelett-Varianten am besten. Skelettvarianten oder vielleicht diese hier sogar, die allererste. Die allererste, ja, Mann. Gefällt mir richtig gut. Okay, das haben die auch neu angepasst. Was haben die hier noch? Wöchentliche Stile. Okay, das war's. Und wir gucken uns final jetzt hier nochmal die einzelnen Varianten an, also die ich jetzt schon freigeschaltet habe zumindest. Wir haben eine Kanone im Game. Okay, also Kanonen gibt's jetzt im Game. Das ist jetzt ein Style. Und das hier habe ich auch schon. Oh, das sieht ja geil aus. Das sieht richtig cool aus. Kann man jetzt auch auf anderen Waffen hier mal angucken. Kurz diese beiden Styles. Das sieht nice aus. Gefällt mir. Das sieht so sandmäßig aus. Haben wir noch irgendwelche besonderen Waffen hier? Okay. Cool. Also das gefällt mir hier mit dem Gold-Schwarz. So holzmäßig. Sehen aus wie Holzwaffen. Sehen cool aus, Mann. Und die ganzen anderen. Es gibt voll viele einzelne Tarnungen dafür. Das sieht richtig cool aus. Damit sind wir durch mit dem Battle Pass. Dankeschön fürs Einschalten. Würde mich über ein Like freuen und natürlich ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Wird noch einige Videos jetzt zu der ganzen Season kommen. Ja, Dankeschön fürs Einschalten. Denkt immer dran, hört auf zu campen. Auch in Season 8. Ja, und passt auf euch auf. Haut rein.